Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Lehrkräfte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, denn wir sprechen ja heute über Schule. Wir sprechen über Zukunft. Der einfachste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, das Zitat kennen Sie, ich sage es jetzt einfach mal anders, der einfachste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, ein Versprechen zu geben und es dann auch zu halten. Und wir haben uns im Sommer alle in die Hand versprochen, lieber Herr Frömming, da braucht es Ihre Fraktion nicht dazu, dass es Schulschließungen nicht geben wird, nicht mehr geben darf, weil wir nicht zulassen wollen, dass Familien und dass die Bildungschancen vor allem von Kindern von Geringen und Normalverdienern noch mal die Verlierer der Pandemiebekämpfung sind. Denn geschlossene Schulen sind doch nichts anderes als verschlossene Lebens- und Bildungswege für Kinder, die ein Recht auf Chancengleichheit haben. Geschlossene Schulen sind schwere psychische Belastungen für Kinder und für die Familien eine krasse Überforderung. Und viel zu oft sind Schulschließungen auch schlicht gleichbedeutend mit Betriebsschließungen, weil Väter und Mütter nicht arbeiten können, wenn ihre Kinder nicht betreut sind. Und deshalb sage ich es auch heute noch mal in aller Klarheit, die SPD steht zu ihrem Versprechen. Wir wollen keine Schulen mehr schließen. Aber wir werden auch nur dann erfolgreich sein, wenn wir auch die Realität der Pandemie anerkennen. Wir haben es mit einem hochaggressiven Virus zu tun, dessen Langzeitschäden wir noch nicht kennen und das, anders als lange geglaubt, auch Schulkinder nicht versorgt, verschont, insbesondere die Älteren. Und glücklicherweise erkranken sie nur sehr selten schwer. Und doch können sie andere anstecken. Nicht nur MitschülerInnen und Geschwister, sondern eben auch Lehrkräfte, Eltern und Großeltern und damit auch Angehörige von Risikogruppen. Und deshalb müssen wir eins begreifen, Bildungsgerechtigkeit und Gesundheitsschutz sind kein Widerspruch, sie sind keine Zielkonflikte, wir können sie zusammenbringen. Durch halbierte Lerngruppen, einen Wechsel aus Präsenz und digitalem Distanzunterricht können wir das Infektionsrisiko massiv senken. Ein solches hybrides Wechselmodell können zumindest die mittleren und die höheren Jahrgänge auch ohne Betreuung der Eltern meistern. Wenn zudem die Schüler im Präsenzunterricht Masken tragen, dann hat das Virus eigentlich nur noch minimale Chancen. Dann können wir unser Versprechen halten, auch unter schwierigen Bedingungen. Die pädagogischen Konzepte für so ein Wechselmodell sind bekannt. Sie sind erprobt im Inverted Classroom, dem verdrehten Klassenzimmer erhalten die Schülerinnen und Schüler den Input zu Hause mit Lernvideos, mit Rechercheaufträgen, und Übung und Vertiefung erfolgt dann im Klassenzimmer. In der halbierten Lerngruppe erhält da jeder und jede die individuelle Betreuung, die er oder sie benötigt. Die Konzepte sind also da und sie sind erprobt. Wir brauchen jetzt nur noch den Mut, neue Wege zu gehen und diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Und die Politik in Bund und Ländern braucht den Mut, auf die Kreativität und das Verantwortungsbewusstsein von Lehrkräften, von Eltern und Schülern zu vertrauen und sie mit allem zu unterstützen, was sie dazu brauchen. Schulen und Lehrkräfte müssen digitale Bildungsangebote auch organisieren können, und jedes Kind muss die Möglichkeit haben, diese digitalen Bildungsangebote der Schule auch wahrzunehmen. Und wir haben deshalb dafür gesorgt, dass das möglich ist. Die Koalition hat im Rahmen des Zukunftspakets, dieses Konjunkturpakets, beschlossen, den Digitalpakt um weitere 1,5 Milliarden Euro aufzustocken. 500 Millionen wurden bereitgestellt, um alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten zu versorgen, deren Eltern das eben nicht leisten können. 500 Millionen gibt es für Endgeräte für Lehrkräfte und weitere 500 Millionen für die Administration dieser Geräte, ein großer Gamechanger in den Schulen. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Die Zukunft, so sagte wiederum Victor Hugo, hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte und für die Tapferen die Chance. Wir müssen zu den Tapferen gehören. Das ist unser Mandat, das ist unsere Pflicht. Gerade jetzt in der schwersten Krise, in der gefährlichsten Pandemie seit 100 Jahren. Wir müssen die Chancen der digitalen Bildung erkennen und nutzen. Wenn wir jetzt den Mut haben, in der Bildungspolitik neue digitale Wege zu gehen, dann meistern wir nicht nur diese Pandemie, dann erschließen wir eine ganz neue Zukunft für unser Bildungssystem, und zwar dauerhaft, für die Tapferen und für unsere Kinder. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin